So, ihr Hübschen, wir frühstücken gerade in einem Ort bei Nizza in der Nähe. Ja, das Hotel ist nicht so toll, deswegen gibt es keinen Sport. Und das Frühstück ist hier auch nicht so berauschend. Hier gibt es Cornflakes, nur ungesunden Quatsch. Und jetzt warten wir noch auf Brot, dass es noch Brot gibt. Es gibt nicht mal Müsli. Und ja, ich esse jetzt einfach hier diese Cornflakes mit Saft. Also so toll ist es hier nicht. Ich esse jetzt hier noch ein Brötchen mit Marmelade, weil mehr gibt es irgendwie nicht. Ja, einfach irgendwie kein tolles Frühstück einfach und kein tolles Hotel. Naja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe gerade mal nach dem Frühstück noch eine Banane reingesnackt. Die Melone, die gibt es dann später, die löffel ich auf. So, und jetzt geht es aber wirklich dann bald mal weiter. Hallo ihr Lieben, jetzt war es mal ganz schön dekadent hier. Tankstelle habe ich mir ein Baguette geholt. Das werde ich mir jetzt belegen mit Zucchini, Senf, diesen Tomatenaufstrich. Dann habe ich mir noch Trauben geholt und ich denke, ich werde dann noch Melone löffeln, weil wir haben ja Zeit. Und mal was Ungesundes, eine Cola Zero, aber sie ist eiskalt und ab und zu möchte ich einfach mal sowas haben. Und ich freue mich jetzt super. Das ist natürlich Essen für die Omnis, das ist nicht meins. Ja, das lasse ich mir jetzt mal schmeckern. So schaut es dann aus, wenn dann der Bausatz fertig belegt ist. Also da ist die Zucchini drauf, unten drunter der Aufstrich. Das ist Senf und das kommt jetzt einfach so zusammen. Da beiße ich jetzt rein und dann esse ich eben mein Obst so dazu, wie ich das eben möchte. Ja, so lässt sich es wirklich leben. Ich habe jetzt hier schon mal so eine halbe Melone ausgelöffelt und finde das super, super lecker. Die ist unglaublich saftig. Das Problem ist bloß an so einer Melone, ich bin mir sicher, dass ich in einer halben Stunde wieder auf Toilette muss, aber das ist mir dann auch egal, ist einfach nur super lecker. Die hat fast keine Kerne. Wusstet ihr, wie man erkennt, dass man dass Melone lecker ist? Kein Verkehr. Die Melone ist dann gut, wenn man klopft und dann klingt die so hohl. Das kann man dann so. Und das habe ich und die habe ich mir mit sehr viel Mühe und Liebe habe ich mir die erklopft und die schmeckt echt lecker. Und die werde ich jetzt noch da aufessen und dann haben wir noch so gut 450 Kilometer vor uns und dann sind wir in Barcelona. So ihr Hübschen, ich bin jetzt noch mal dreieinhalb Stunden gefahren. Oder 3 Stunden seit dem letzten Essen. Ich werde jetzt meine Melone da aufessen und dann werde ich noch ein Stück Baguette essen, aber diesmal einfach trocken und eventuell noch ein Stück Obst, mal gucken. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon wieder Hunger und genau. So, jetzt haben wir einfach mal Fahrerwechsel gemacht, damit ich essen kann. Juhu! Und in 200 Kilometern sind wir dann mal in Barcelona. So, ich esse jetzt hier noch was zum Abendessen, habe ich mir einfach ein bisschen Baguette mit Studentenfutteraufstrich von der Veganbox und Bananen belegt und dabei mache ich ein bisschen Video und ja, dann geht es dann auch schon zeitnah schlafen. Das feiere ich ewig, das ist heute das beste Frühstück ever. Ich habe hier Margarine und Marmelade und getoastetes Toastbrot. Das ist ein bisschen hell getoastet, aber ich passt schon an Wasser. Und haltet euch fest, ich kann heute das erste Mal mein Müsli mit Milch und nicht mit Saft essen. Und zwar gibt es hier Sojamilch. Sojamilch, ich freue mich total. Also ich mampfe mich jetzt richtig voll und freue mich total, weil so kann nur ein guter Tag beginnen. Bestes Frühstück. Mittagessen in Spanien. Als Vorspeise erstmal ein paar gebratene Champignons. Also ganz, ganz lecker. So, jetzt leckere Paella, vegetarisch, also wahrscheinlich auch vegan, Gemüsereis, also richtig lecker und das lasse ich mir jetzt schmecken, das ist total lecker, diese große Portion, freue mich jetzt da total drauf, yum, 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 yum. Dazu gibt es im Übrigen Wasser. Guten Morgen, ihr Hübschen, das Frühstück hier ist mal wieder übertrieben lecker, das gibt ein riesengroßes Buffet mit Vollkorntoast, habe ich mir jetzt ausgesucht und Vollkornbaguette und einen riesen Teller Obst. Und gleich mache ich mir noch ein Müsli mit Sojamilch. Sojamilch, Leute. So, ihr Hübschen, hier habe ich mir ein Müsli zurecht gemacht mit Cornflakes, Kokosflocken, Haferflocken, Sesam,
Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das ist mit Sojamilch und da freue ich mich richtig doll drauf. Also richtig tolles Frühstück. So, es ist jetzt irgendwie 4 Uhr nachmittags. Wir haben das Stadion begutachtet und haben jetzt, waren jetzt mal im Supermarkt einkaufen, anstatt schon wieder essen zu gehen. Ich habe da hier einfach so einen Salat. Da sind drin einfach Salat, Oliven, Mais und Essigöl. Also kann ich nur das Essig mir rauspicken. Das fand ich ganz toll. Also einfach ein bisschen Rohkost. Dann habe ich mir von so einem Chinesen halt einfach so ein so Edamame geholt. Ich liebe das ewig und das gibt es bei uns einfach nicht in Oberfranken. Das ist einfach so. Dann haben wir hier noch ein paar Makis. Das ist jetzt einfach mit Avocado. Wir haben aber auch noch welche mit Gurke. Dann habe ich mir geholt ein Tabouleh einfach. Auch natürlich vegan, freut mich voll. Und bei dem Chinesen auch noch 2 so Sommerrollen. Dann habe ich noch etwas Brötchen, so vollkornmäßig. Die wollte ich dann einfach mit Senf mir machen. Und eventuell mit Gazpacho. Das ist kalt. Das ist wie so eine Tomatensuppe oder wie ein Tomatensaft, nur in kalt und herzhaft. Und falls ich dann noch Hunger habe, gibt es zum Nachtisch diesen Rhubarb und Wassermelone und Ananas dazu. Also wir haben einen richtig guten Einkauf gestartet, also richtig mampfig eigentlich, also richtig lecker. Und das schaut jetzt noch viel aus. Mal gucken, was ich esse und mal gucken, was dann noch in den Kühlschrank kommt. Aber das ist so, das Essen jetzt für mittags und abends und dann gibt es dann heute einfach nichts mehr, weil dann ist man halt einfach mal satt. Also ich bin super zufrieden mit dem Einkauf hier gerade. Wir sind immer noch im gleichen Hotel und heute fange ich mit einer fetten Portion Obst an. Das Wassermelone und hier unten runter ist noch Papaya. Also total lecker. Und Kiwi und Ananas und dazu fange ich heute mit Müsli an. Lecker. So, und jetzt als zweites esse ich noch was Herzhaftes und zwar so Baguette mit so Salsa, so Tomate. Ist das und Vollkorntoast getoastet. Ist total lecker und dann bin ich eigentlich satt. Dazu noch ein Glas Wasser und eine Tasse Kaffee. Yam, yam, yam. Ich weiß, das ist super blöd, liebes Food-Tagebuch, aber ich hatte so Heißhunger auf Pommes. Ich habe schon so lange keine Pommes mehr gegessen und die haben mich jetzt so angelacht. Und die esse ich jetzt, bevor wir in den Aquapark gehen, gönne ich mir das einfach mal. Ist ja Urlaub. Abendessen heißt mal wieder Paella mit weißen Bohnen, Gemüse, Reis, Zitrone und noch diversen anderen Kräutern, Erbsen, Paprika und Bohnen, Schoten, Zuckerschoten, sowas. Und dazu Bruschetta, also beziehungsweise Tomatenbrot heißt es hier einfach, schmeckt aber wie Bruschetta. Und eine kleine Portion Salat dazu und das lassen wir uns jetzt schmecken.